schlecht, Gary. Hast du mehr verborgene Talente? Oh, ein oder zwei. Mehr Talente als Schilder umfahren wir knapp bei mir. Ich bin allerdings skeptisch, ob das was bringt. Was ist das? Hör zu, KP. Beruhig dich, steck den Schnuller wieder in den Mund und... Ey, Alte, dein Typ Lil Bay hat mir meine Texte geklaut. Also wird meine Crew heute Abend die Launchparty crashen. Crazy P klingt echt wütend, Jackie. Was willst du machen, Arschloch? Der Ort ist geheim. Geheim? In der ganzen Stadt hängen Schilder, du Clown. Bis später, JV. Ja, nehmen wir. Worum auch immer es geht, ich hab's nicht ganz verstanden. Okay. Was soll ich tun? Wir sind auf jeden Fall unterwegs im Cadillac. Markierte Objekte, zerstöre. Meine Güte, Gary, es wäre toll, wenn wir wenigstens einen Auftritt. XLRV, genau. So heißt die Karte. Cadillac XLR. Verdammt, da lebt ja ein Hirn über deinem Stiernacken. Das Gehirn ist neu. Das Gehirn ist auch nur ausgeliehen. Wir fahren mit einem unglaublich teuren Autoschilder um. Muss ich alle zerstören? Ich hoffe nicht, denn ich habe gerade eins übersehen. Ein zerbeulter Wagen passt da nicht rein. Ja, das glaube ich. Willst du jetzt die Schilder weghaben oder nicht? Das ist doch die Frage, die sich stellt. Eben noch so, boah, das ist eine voll tolle Idee. Und dann war's, Schilder umfahren, machen Kratzer? Nee, dann doch nicht. So viel zu der Sache mit dem Hirn, ne? Oh, der taktische Minivan. Oh, der hat mir geholfen. Guter Mann. Ha, glaubst du noch immer, dass du die Party crashst, KP? Wenn nicht heute Abend, dann sicher bald. Lil Bay wird so groß sein, wenn das rauskommt, dann wirst du einen Bulldozer brauchen, um durch sein Gefolge zu fliegen. Ditch, ich komme mit dem Cadillac nicht klar. Das ist nicht meine Preisklasse. Kontrolliert gegenlenken. Gibt das Driften eigentlich Punkte? Ja, gibt es. Kann ich in der Schrottkarre zu dem Gig? Image ist das A und O. Wenn ich diese Schilder nicht umhaue, wird es keinen Gig für dich geben. Richtig. Okay. Jetzt haben wir sowas wie eine Gerade. Der kriegt vielleicht sogar Loco hin. Gary, hast du mehr verborgene Talente? Oh, ein oder zwei. Mehr Talente als Schilder umfahren wir knapp bei mir. Ich bin allerdings skeptisch, ob das was bringt, weil theoretisch nur ein Schild übrig lassen, weiß ja, wo die Party ist. Das ist knapp, denn ich habe irgendwie rot blinkende Zahl an Zeit da oben. 2 Sekunden gibt es pro umgefahrenen Schild, das ist nicht viel. Ey, dafür wirst du zahlen, Jackie. Ich fahre die Schilder um, aber die Schilder sind ja noch da. Die sind ja nicht verpufft dann. Also normalerweise in dem Spiel wahrscheinlich schon. Aber logisch ist das nicht. Geh aus dem Weg. Du kannst die Straße nicht vom Bürgersteig unterscheiden? Schon. Nein. Das ist mir nur egal. Richtig. Das habe ich nicht erwischt. Doch. Cool. 3 Sekunden gibt das pro Schild. Ach egal, das letzte Schild, das war jetzt weg. Hey, KP, weißt du, wo der Auftritt von Lil Bay ist? Nein, weißt du nicht, ha! Also, wenn ich den Gig nicht finde, dann wirst eben du daran glauben müssen. Ja, ja, hi, KP, große Klappe und nichts dahinter. F8. So, wir haben jetzt ja schon ein paar Sachen gemacht. Echte Polizeiarbeit freigeschaltet, schön. Ich kann nicht noch weiter rauszoomen. Ich möchte echt gern Werkstätten kaufen. Und zwar am liebsten in Downtown, aber ich darf nicht die ganze Karte angucken, was ein bisschen doof ist. Aber wir fliegen jetzt einfach mal hier so drüber und gucken mal, wo noch eine Werkstatt ist, die wir kaufen können. Denn wir haben wieder 50.000 und ich möchte echt gerne GTR fahren. Da sind Herausforderungen. Ich glaube, schneller als so geht auch nicht. Das ist jetzt so ähnlich, als auf einem Flugzeug hier rüberfliegen. Okay, da ist auch nicht freigeschalten.
Hätte ich das eher gewusst, hätte ich die Werkstatt gleich gekauft, wenn ich vor dran vorbeigekommen bin. Bam, 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 bam. Ich sehe keine Werkstatt. Worum geht's in dem Spiel? Ich bin ein Polizist, der im Koma liegt und ich... Ich weiß nicht genau. Ich mache jetzt Polizeiarbeit durch Gedanken. Irgendwie. Ich glaube, es geht um querfahrende Autos und viel Chaos. Wir können auch mal einfach wieder eine Tenor-Mission machen. Wie läuft's? Na, mal wieder in der Realität zu Besuch? Hast du Lust auf ein bisschen echte Polizeiarbeit? Leg los! Es gibt einen Hinweis auf das Auto, das Sarah bei der Entführung sah. Das von unserer mysteriösen, messerschwingenden Schönheit? Langsam wird's besser. Hört sich real an. Ja, ganz normale Polizeiarbeit hier. Hey, was ist los? Wir bekamen einen Tipp, dass das verdächtige Fahrzeug im Zentrum gesehen wurde. Nahe der Grace Cathedral. Oh, Gott sei Dank. Dann los. Das ist auf jeden Fall Driver San Fran Drift Co., weil man kann keine Kurve fahren, ohne dass das Heck wegfliegt. Oder ich kann's nicht. Kann auch Sie sein. Hat von einem weißen europäischen Sportwagen gesprochen. Nein, von einem weißen Sportwagen, nicht europäisch. Mit, vielleicht wäre das mit dem Messer wahr. Und klären endlich mal den Fall. Alter, das muss ich noch ein bisschen abpassen mit den Kurven. Mit dem Driften. Aber ich denke, mit der Zeit wird das auch besser. Ich hoffe es zumindest. Durch Laternen zu durchfahren ist ja jetzt auch nicht so das Problem, ehrlich gesagt. Oh, hier links die Nebenstraße. Die ich von hier oben nicht einfahren kann. Doch, hier. Nicht klug, keine Hilfe. Ach, der taktische Minivan. Sie auf Vollgas zurücksetzen, fast einen Passanten überfährt. Da ist er. Ja, das ist ein Treffer. Schnell, mach ein Foto. Erledigt. Puh, die Frau hat ja Kalenderformat. Wir müssen näher ran. Ich schwöre, die kommt mir bekannt vor. Bleib dran, ich sehe mal, ob wir sie identifizieren können. Langsam weiß, wo die ganzen Challenger hin sind. Ja, da gibt's nicht mehr so viel von. Ich hab damit vielleicht zu tun. Verdächtige verfolgen. Nur verfolgen. Oder auch verhaften, in Anführungsstrichen. Also, du bist zu nah dran, Tanner. Fall etwas zurück, aber verlier sie nicht aus den Augen. Du erregst Verdacht. Guck mal, wie die Verdacht erregt. 50 Meter Abstand. Halten Sie bitte 50 Meter Abstand zu Psycho. Du machst schon wieder das Auto kaputt. Das ist doch genau mein Ding. Das ist echt verdächtig. Alter! Hat sie den Mythos weggerammt. Das wird nie passieren. Endlich sprichst du meine Sprache. Zentrale, hier Wagen 4030. Bitte kennzeichne Überprüfung für 8BR8139. Wie sieht er das auf die Entfernung? Alter. Ja, ich sende auch ein Bild. Gute Augen. Verdächtige war recht weit weg. Aber tun Sie Ihr Bestes. Verstanden. Ich mache die Rückgleichen vom Challenge. Ey, hast du schon mal jemanden beschattet? Mach langsam, du bist viel zu dicht dran. Schon gut, ich höre ja. Deswegen ist es auch ein super Auto, das sie ausgewählt haben hier als Protagonistenfahrzeug, weil diese Rückgleichen sind einfach was, worauf man gerne stundenlang starren kann. Das Fahrzeug gehört einer 89-Jährigen aus Idaho. Da wurde der Oma wohl das Auto geklaut. Wir haben das Bild durch die Datenbank gejagt, ohne Ergebnis. Probieren Sie mal Interpol. Ich habe da so ein Gefühl. Moment. Interpol? Jetzt wird's ernst. Huch, das war Nitro. Das ist RAM, ne? Genau. Ich verwechsel die ganze Zeit die Tasten. Wagen 4030, hier Zentrale. Interpol hat das Bild identifiziert. Eine amerikanische Bürgerin ägyptischer Abstammung. Layla Sharon. Layla Sharon? Das ist die Oberliga. Danke, Zentrale. Ende. Kennst du sie? Sie hat einen ziemlichen Ruf. Nicht nur wegen ihres Aussehens. Und was weißt du über sie? Sie ist eine Auftragsmörderin, hat sie in Afrika gelernt. Egal welcher dreckige Krieg, welche Seite, das Mädchen weiß, wie man Geld verdient. Die würde ich auch nicht von der Bettkante. Die ist nicht dein Typ, Jones. Außer du magst Mädchen, die beim ersten Date stechen. Und sie ist sicher teuer. Nur ein Gangster in der Stadt ist groß genug, um sie anzuheuern. Jericho. Und dann sind wir auf der richtigen Spur. Denn Jericho ist der Typ, der uns ins Koma gefahren hat, oder... Pro Monat? Das ist hart hochzurechnen. Ich hätte pro Stunde vielleicht was sagen können. Ah,
Haben wir jetzt die Golden Gate Bridge schon oder ist jetzt nur wegen dieser Mission? Nur während dieser Mission, okay. Weiter fahre ich nicht. John, Zuständigkeitsbereich zu Ende. Was machst du denn? Sie ist da. Ich komme da nicht durch. Durch was? Okay, hiernach bringen wir dich auf jeden Fall ins Krankenhaus. Das geht dir an die Nieren. Nein, mir geht's gut. Wir müssen sie fahren lassen. Vertrau mir dieses eine Mal. Wenigstens wissen wir, wen wir suchen. Vertrau mir. Die taucht wieder auf. Auf alle Fälle in meinen Träumen, Mann. Layla Sharon, Attentäterin. Du kannst dein Leben darauf wetten, dass sie die Schützin aus dem Helikopter war. Also steht sie auch auf Jerichos Gehaltsliste. Wenn sie verantwortlich für die Entführung von Sarah Allen ist, bedeutet das, dass Jericho eine Chemikerin braucht.